Herzlich willkommen im Genius TV. Mein Name ist Alexander Loof und heute geht es um die Erfolgsgeschichte unserer Rettungsdienstschuhe. Wir haben hier für den Rettungs- und Tagesdienst drei Modelle entwickelt. Den Genius Low als Halbschuh mit Klettverschluss, den Genius Meet als knöchelhohen Schuh mit drei Klettverschlüssen und den Raptor als Schnürstiefel mit Reißverschluss. Die Schuhe sind alle mit einer angeschäumten Gummi-PU-Schalensohle ausgestattet, sind also extrem rutsch- und verschleißfest, haben eine Ballenrolle eingearbeitet, dass sie hier also ein langes, ermüdungsfreies Gehen ermöglichen können. Sie haben einen metallfreien Durchtrittsschutz aus einem Aramidgewebe, sind also sehr flexibel, auch wenn man sich hinknien muss, verfügen über eine hervorragende Dämpfung im Fersenbereich, haben eine orthopädische Einlegesohle ab Werk eingearbeitet, bei der man hier nach BGR 191 orthopädische Anpassungen vornehmen kann. Eine extra Dämpfung im Fersenbereich durch ein PU-Core-Gemisch mit Kugelferse und Längsgewölbestütze. Diese Einlegesohle gibt es in drei verschiedenen Dicken, dass man drei verschiedene Ristweiten am Schuh einstellen kann. Alle Schuhe, alle Modelle sind von Größe 34 bis Größe 50 ab Lager erhältlich. Die Vorzüge dieser Schuhe sind ein bis zu 6 Stunden wasserabweisendes atmungsaktives Oberleder, was sehr atmungsaktiv ist und bis 6 Stunden wasserabweisend ist. Alle Modelle haben so wenig wie möglich Seitennähte, haben zum Hinknien eine hochgezogene Anstoßkappe und für kniende Tätigkeiten nochmal einen Abriebschutz an der Schuhspitze verbaut, dass also hier der Schuh wirklich lange zerstörungsfrei genutzt werden kann. Beim Schnürstiefel wichtig zu wissen, hier haben wir einen laschen Heber und eine Anziehschlaufe im Fersenbereich, dass man hier also recht leicht in den Schuh reinkommen kann. Wir haben über die Schnürung eine Zwei-Zonen-Schnürung ermöglicht, dass man hier die Schnürung perfekt und präzise einstellen kann, den Ristbereich sehr straff einstellen kann, dass der Fuß gut in der Hinterkappe sitzt und die Schnürung individuell im oberen Bereich auf den jeweiligen Wadenmuskel einstellen kann. Wichtig beim Schnürstiefel Raptor, man kann hier den Schlitten separat tauschen. Das heißt, bei starker Verschmutzung klappt man den Klettverschluss auf, kann hier im vorderen Bereich den Reißverschluss öffnen, kommt an die verschmutzten Stellen leichter ran und kann bei Bedarf, wenn der Schlitten verschlissen sein sollte oder das Griffstück abgerissen ist, den Schlitten separat tauschen. Die Problemlösung beim Klettverschlussschuh, egal ob Halbschuh oder knöchelhoch, liegt im Klettverschluss selbst, in der Konstruktion des Klettverschlusses. Das heißt, hier hat man bei dem knöchelhohen drei Klettverschlüsse für die individuelle Einstellung der Ristweite und des unteren Wadenbereiches. Man kann hier über den Klettverschluss selbst die Länge variieren. Das heißt, individuell auf den Fuß die Länge des Klettverschlusses so einstellen, dass bei verschlossenem Klettverschluss der Klettverschluss immer bündig am Ende des Hakenbandes abschließt. Das ermöglicht eine perfekte Einstellung, dass der Klettverschluss nicht zu lang ist. Wir haben dann das Thema Eselohren oder dass der Klettverschluss zu kurz ist, dass dann die getragene Hose am Hakenband aufreiben kann. Auch wichtig hier, dass der Klettverschluss, wenn er verschlissen sein sollte, dann bei Bedarf gegen ein Universalklett ausgetauscht werden kann. Das heißt, beim Fachhändler meines Vertrauens gibt es dann für einen geringen Unkostenbeitrag ein Universalklettband, was man auf den Originalklett auflegt, in der Länge individuell einstellt und dann einfach hier durch diese Schlaufe am Klettverschluss befestigt und hat damit den Schuh relativ schnell wieder in Stand gesetzt. Die Schuhe sind ab Lager lieferbar und wir wünschen viel Erfolg beim Einsatz im Rettungsdienst mit unseren Genius-Schuhen. Vielen Dank fürs Zuschauen.